Ernsthaft? Ich bin wohl der letzte Überlebende, nur noch ich und mein Auto in einem toten Land voller Zombies. Ich weiß nicht, wie lange ich es überstehen werden, aber ich muss weg von diesem Chaos. Und damit hallo allerseits, herzlich willkommen zu Zombie Hill Racing auf der Nintendo Switch. Halten, das ist das Gaspedal. Halten, das ist nicht gut. Zu langsam. Ah, okay. Physikalisch ganz korrekt. Und Level abgeschlossen. Okay, 74 Geld haben wir bekommen. Ab in die Garage schauen. Ja, da können wir uns. Okay. Also wir haben hier wohl, ich schätze, Nitro, Reifen. Ja, das dürfte vorne an der Stoßstange montiert werden, damit man nicht so abgebremst wird von den Zombies. Waffen, Treibstoff, Gewicht, der Motor und das Getriebe ist wohl wahrscheinlich die Beschleunigung. Mit mehr Tankkapazität kannst du weiterfahren. Und weiterfahren ist genau das, was wir wollen. Zack. Ups. Ich muss noch schauen, ob ich das irgendwie umstellen kann. Mir wäre es lieber, wenn ich nach links und rechts lenken könnte. Also nicht mit nach oben und unten, sondern mit nach links und rechts. Das wäre mir persönlich viel lieber eigentlich. Ich will auch gleich. Was ist das hier? Getriebe erhöht deine maximale Fahrgeschwindigkeit. Okay. Und das? Der Motor beschleunige schneller und verbessere Benzineffizienz. Ah, okay. Schauen wir kurz in die Einstellungen. Da gibt's nicht viel zu ändern. Okay. Schade, hätte mir wirklich gefallen. Aber ich schätze, da werde ich mich auch dran gewöhnen. Nach oben und unten. Gut. Wird bestimmt ein wenig dauern. So, kein Benzin mehr. Ein bisschen weiter sind wir gekommen. Nicht viel. Aber 122 Geld. Damit lässt sich schon was anfangen. Schauen wir mal. Die maximale Fahrgeschwindigkeit. Jo, das sieht doch schon besser aus. Ja, bald komme ich vielleicht sogar da nach oben. Richtig weiter sind wir jetzt nicht gekommen. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil 107. Das mal. Schützt dein Fahrzeug vor Schaden und lässt es toll aussehen. Da werden wir jetzt dann gleich sehen, schützt es nur oder können wir so ein bisschen schneller durch die Zombie-Reihen durchpflügen. Also auf den ersten Blick wohl nicht schneller. Nicht so wirklich. Also es schützt wirklich nur.
Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Vielleicht doch etwas mehr Tank. Und ja, und vielleicht auch das Nitro mal installieren. Ein bisschen schauen hier vom Gas gehen. Das spart vielleicht auch noch etwas Benzin. Nicht immer nur Vollgas. Und plötzlich kommen wir hier ganz schön weit. Okay. Ja, bitte. Da nehmen wir jetzt mal. Baut einen Booster ein. Mehr Geschwindigkeit, wenn du sie brauchst. Und die werden wir brauchen. Oh, gleich zweimal gekauft. Okay. Oh, ach. Ja. Er hat mir nochmal gesagt, wie ich den Booster einsetzen kann. Das werden wir nämlich jetzt gleich mal machen. Hier. Ah. Ob das jetzt so viel gebracht hat. Sie vielleicht kein Benzin mehr, dann auch kein Turbo mehr. Aber wir sind schon weitergekommen. So ein ganzes Stück. Die Reifen bringen besser. Bessere Haftung verbessert deine Fähigkeit, bergauf zu fahren. Ist jetzt hier noch nicht so notwendig, glaube ich. Vielleicht eher das noch. Also wir verbrauchen auch Benzin. Oh, komm. Ach. Wir verbrauchen auch Benzin, wenn wir nur rollen. Kein Turbo mehr. Und fast sind wir angekommen. Jetzt, das sieht schon gut aus. Jetzt noch einmal nehmen wir das nochmal. Getriebe. Das sollte jetzt reichen, oder? Was ich auch noch wissen will, gibt es für. Okay, es gibt. Ja, muss ich dann noch schauen, ob es für einen Backflip oder Frontflip oder was auch immer, ob ich da extra Kohle bekomme noch. Sieht auf jeden Fall hier nicht so aus, nur für Distanz getroffene Zombies, Durchschnittsgeschwindigkeit bekommt man Geld. Aber wir haben jetzt Level 1.1 geschafft und kommen zum Level 1.2. Hilft dir durch Hindernisse und Zombies zu brechen. Also das ist tatsächlich dann mehr Gewicht. Und somit weniger Verlangsamung durch diese Hindernisse. Boah, komm. Autsch. Kein Turbo mehr.
kein Benzin mehr. Im Rückwärtsfahren noch einen Zombie mitgenommen. Und wir bekommen aktuell auch immer noch genug Geld, um uns hier ein Upgrade zu kaufen. Jetzt würde ich dann noch ganz gern schauen, wie es mit den Autos, wie es mit den Autos aussieht, ob wir die Autos so bekommen oder ob wir uns die auch kaufen müssen. Das werden wir jetzt dann hoffentlich gleich noch in der Garage in Erfahrung bringen können. Mit den Turbos ist es vorbei. Und mit dem Benzin ebenso. Ja, 195. Hier sieht es mal nicht so aus, als würde man sich Autos kaufen können. Ich glaube, die schaltet man einfach nach und nach frei. Mehr Geschwindigkeit. Und dann nehme ich auch gleich die nächste Frage. Bleiben die Upgrades oder fangen die nächsten Autos wieder quasi bei Null an? Wir hoffentlich bald sehen, je nachdem wie schnell wir durch dieses Level hier kommen und ob wir dann ein Auto erhalten werden. Oh, kein Benzin mehr. Der kommt auch nicht den Berg rauf, der Zombie. Das brauchen wir noch nicht. Kaufen wir uns mal eine Waffe. Schießt Zombies ab, bevor sie dein Auto treffen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das schießt nämlich automatisch. Okay. Kein Turbo mehr. Schade. Oh. Ich brauche eindeutig mehr im Tank. Einen größeren Tank. Aber das mit der Waffe ist ganz nett. Gefällt mir schon. Nur Benzin ist halt Benzin, das ist einfach essentiell, das brauchen wir. Ich glaube, jetzt sind wir ganz gut unterwegs, wollte ich gerade sagen. So, Turbo ist verbraucht. Ach, ich komme da nicht vorbei. Jetzt. Okay, wir sind ziemlich gleich gekommen, wie unser voriger Rekord war. Vielleicht jetzt noch mal mehr Gewicht. Damit es nicht so bremst. Der Sprung war cool. Der nicht.
kein Turbo mehr. Schade drum. Aber definitiv ein Stück weiter. ...228 haben wir. Also ich nehme an, dass die nächsten Autos dann wieder bei den Upgrades bei 0 beginnen. Weil sonst hätten wir jetzt schon über die Hälfte der Upgrades gekauft. Das wäre ja, glaube ich, nicht so toll. Ah, komm. Oh Mann. Ja. Ja, Fahrfehler meinerseits. Wird auch gleich mit weniger Geld bestraft. Natürlich, natürlich. 199. Da haben wir jetzt gar nicht mehr so viel Auswahl. Jetzt nehmen wir das mal dazu. Schauen wir mal. Ja, diesen Sprung schaffe ich so gut wie nie. Das ist ganz eine tolle Einlage. So, ein Stückchen weiter. Ein kleines Stückchen. Oh, wobei er minus 2 Meter schreibt. Okay. Und damit komme ich jetzt bestimmt weiter. Vorausgesetzt, ich mache keine gröberen Fahrfehler. Irgendwann schaffe ich den. Oh, oh, oh. So, das war jetzt der ganze Turbo. Das war jetzt richtig kacke gefahren. Aber zumindest, ja. Zumindest wieder gleich weit. Richtig krasse Fahrfehler dabei. So, komm. Speed. Komme ich jetzt schon ohne Nitro rauf? Ja, jetzt schaffe ich den auch mal. Jawohl, das war jetzt ein richtig weiter Sprung nach vorne. So. 269. So. Das sollte jetzt reichen, oder? Für diese Stage.
physikalisch sehr stark an der Realität angelehnt. So, jetzt kein Turbo mehr. Ein kleines Stück zumindest weiter. Ich glaube trotzdem, dass wahrscheinlich Gewicht jetzt am meisten bringen würde. Weil ich einfach immer noch so viel... bringt mir noch nichts. Schauen wir mal, was das bringen mag, wenn ich das verstärke. Okay, da ist jetzt oben auch was draufgewachsen. Aber bringt uns das irgendwas? In dem Fall wage ich das zu bezweifeln. Also ich glaube, ich werde einfach noch viel zu viel gebremst von Kisten, Zombies und so weiter. Ich glaube, ein Gewichtsupgrade wäre im Moment das Sinnvollste. Meine ich. Leider ganz blöd jetzt. Ganz blöder Fahrfehler jetzt am Ende. Sich die Gewichtsreduzierung aus? Nö, geht sich nicht aus. Aber hier noch ein Benzintank. Also, ja, ich habe hier zum Beispiel den Benzin schon so gut wie voll ausgebaut. Da wird bei den nächsten Autos definitiv wird das bei Null wieder anfangen. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung für mich. Also ja, man sieht, es ist ein kurzweiliges Spielchen, eher für zwischendurch gedacht. Nicht so, dass man hier 3 Stunden am Stück durchspielt. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber für so eine kleine Runde zwischendurch, schau an. Auf jeden Fall zu gebrauchen. Gefällt mir. Ah ja, und hier sieht man dann, bei 1.4 gibt es dann das nächste Auto. Und da geht es dann noch weiter. Die Karte scrollt und scrollt und scrollt und fertig. Okay. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.